Erneut heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Super Mario Bros. U. Und Mario wird gerade von Bowsers Luftschiff bedroht, als wir hier ganz frisch im Limonadendschungel angekommen sind. Muss ich tatsächlich jetzt einen Luftschiff-Level meistern mit dem Namen Lass dir das eine Galeere sein. Tja, wenn es denn unbedingt sein muss, dann gehen wir mal an Bord. Lass dir das eine Galeere sein. So, das ist natürlich jetzt eben ein Side-Scrolling-Level. Man sollte nur nicht zu weit zurückfallen, weil sonst kriegt man noch Probleme. Und Eismario scheint hier eine gute Wahl zu sein. So, ah ja, hier, man, das erinnert natürlich sehr an New Super Mario... sag ich schon an New Super Mario Bros. 3, das gibt's noch gar nicht. An das alte Super Mario Bros. 3 erinnert das ein wenig. So, ich glaube, ja, genau, hier jetzt ganz schnell runter. Erste Sternmütze holen, dann gehe ich wieder rauf. So, dann haben wir hier einen roten Ring. Autsch. Aha, und wieder eine Eisblume. So, ah, da oben haben wir gleich mal die zweite. Na, komm! Nein! Komm! Ja, doch noch gekriegt. Doch noch erwischt. Ach so, und zwischengespeichert und rein mit dir. So, jetzt geht's nämlich unter Wasser weiter. Denken Sie sich auch, what the fuck, das Luftschiff ist geflutet. Und hier gibt es jetzt ganz spezielle rote Kugelwillis, von denen ich eh schon mal erzählt habe. So, Kugelwillis sind sie ja nicht, das sind ja eigentlich Torpedos. Kugelwilli Torpedos und die roten, wir sehen eh schon, die sind zielverfolgend. Autsch. So, und hier haben wir die dritte Sternmünze. Erwischt. So, alle drei Sternmünzen gekriegt, das ist schon mal gut. Und jetzt... Ah, Eisblume. So. Alter, und hier sogar noch Robo-Cheep-Cheeps. Die kann man zwar nur ganz kurz einfrieren. Wow. Vorsicht. So, und hier muss ich jetzt rein. Schwupps. Und... Ja, wen haben wir denn da? Das ist doch Bowser Junior. Das achte Koopa-Kind. Und der ist natürlich ganz schön sauer. Ein Unterwasserkampf. Ja, ich kann ja leider nicht auf seinen Kopf springen, aber ich kann natürlich die Zielsuch-Torpedos dazu verwenden, ihn selber zu treffen. So, und... Bam! Ey, was für ein Trottel! Ja, das passt dir gar nicht, hä? Ah, Mario, du bist scheiße! Ja, du auch. Wow, so, denen erstmal ausweichen und dann... So, na los, komm! Willst du mich abballern, Digga? Na los, schieß doch! Trau dich! Traust dich ja doch nicht. So, und... Bam! So. Noch ein drittes Mal treffen und der kleine Trottel ist erledigt. Oh, na klar, jetzt noch von oben und unten. So. Na los, komm doch, komm doch! Hier bin ich! Schieß doch! So, und das war's! So, und das Wasser fließt ab. Yeah! So muss das! Na, was ist denn? Oh oh. Die riesige Bowser-Hand. Haha, daneben! Scheiße, voll daneben. Wie der jetzt geguckt hat. So. Das heißt... Bowser Junior und das Luftschiff ziehen sich beide zurück. Lachen natürlich nochmal fies und... Damit wäre der normale, offizielle Weg in den Limonadendschungel geöffnet. So, es wird gleich mal gespeichert. So, lasst ihr das eine Galeere sein, brauche ich dann auch nicht nochmal machen, weil ich da schon alle drei Sternmünzen habe.
Und jetzt geht's mal wirklich richtig mit dem Limonadendschungel los. Mit der fünften Welt. So, Level 1, der Gigantogarten. Let's go! So, hier ist natürlich alles riesig. Und hier wäre Feuer Mario eine bessere Wahl, ne? Gut. So, mit genügend Feuerbällen kann man sogar die großen Goombas besiegen. Wow, und riesige Koopas und wow. Ja, so geht's auch. Zack. Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich was Neues, weil das gab's auch schon in anderen Mario Games, dass die Gegner riesengroß waren. Wow. Riesige Piranha-Pflanzen sind auch nicht gerade nett. So. Hui. Oh. Moment mal. Man muss doch irgendwie... Komme ich jetzt überhaupt noch hoch? Geht du weg! So, mal gucken, und zwar... Hopp! Den Riesen-Cooper dazu verwenden, dass der hier das kaputt macht, genau. Der muss ja nämlich unten alles kaputt machen, dass man an die erste Sternmünze rankommt. Sehr gut. So, hier frisst Feuer! Ja, nein, du nicht! Du nicht! So, besser. Oh, hier eine Röhre entdeckt. So, was haben wir denn da? Aha, einen P-Schalter. Den ich natürlich auch gerne drücken würde. Jawohl. Okay, das ist eigentlich nur für Münzen. Okay, das ist nur für Geld gewesen. Die zweite Sternmünze ist nämlich irgendwo anders. So, zwischengespeichert. So, hier, komm. Verpiss dich. Genau, die ist nämlich, glaube ich, genau hier. Da, wo der Riesen-Cooper auf der normal großen Wabenröhre drauf ist. So, weg mit dir. Und da kann ich jetzt, glaube ich, rein. Nee, doch nicht. Okay, nicht hier, aber irgendwo war das. Ah ja, hier, glaube ich. Dann ist es der, dann ist es die Röhre hier. Da, wo das Schild hier ist. Richtig. So, und... Ja, das sieht gut aus. So. Hopp, hepp, und erwischt. Na, wie geil man würde hier so... Hopp. Autsch. Mistvieh, das war jetzt fies. Aber auf die zweite Sternmünze habe ich jetzt auch. Jetzt brauche ich nur noch die dritte. Und oh mein Gott. Jetzt habe ich keine Feuerbälle mehr. Vielleicht kriege ich noch mal welche. Vielleicht kriege ich noch eine Feuerblume. Irgendwo, irgendwie. Vielleicht aber auch nicht. Jawohl. Ja, sieht gut aus. Hui. Ah, ein Superstern. Das ist ja noch besser. So ist das doch toll. Ah, shit. Da oben ist die... Wie soll man... Das geht doch gar nicht. Dumm. Und schon kriege ich die dritte Sternmünze nicht mehr. Fuck. Das geht ja gar nicht mehr. Ich jetzt hier so probiere, mit einem Dreiersprung raufzukommen. Nee. Geht ja gar nicht. Ja, komm, nerv nicht. Leck mir doch. Was macht die da oben? Wudum! Mario Time, das war mies. Naja, dann eben nicht. Wie gesagt, ich hole mir die alle offscreen später. Es wird mir sonst zu blöd. Items könnte ich mir wiederholen. Items, wie sieht es im Inventar aus? Eigentlich noch ganz gut. Ich glaube, das hebe ich mir für später auf. So, links oder rechts? Links oder rechts? Links ist Level 2, die giftigen Gewässer. Und rechts haben wir Level 3, Hecki-Hektik. Okay, also
Hektik liegt mir ja nicht so, also mach mal lieber erstmal die giftigen Gewässer. So, 98 extra Leben. Zack. Hey, da oben ist was. Komm mal drauf. Ach ja, das war der Level. Und, ja, da bietet sich natürlich Flughörnchen Mario wunderbar an. Yay, und hier unten ist schon mal die erste Sternenmünze. So, zack. Achso, naja, gut, da komme ich auch so hin. Oder? Nur aufpassen auf das Giftwasser, das seid ihr augenblicklich tot. Das hält Mario nämlich leider nicht aus. So, Moment mal. Da oben ist doch eine Röhre, da muss man da irgendwie reinkommen. Haha! So, und hier oben gleich mal die zweite Sternmünze. Lol. Okay. Ja, das war jetzt sicher auch so gedacht, dass man sich vielleicht erstmal den Powerblock hier oben holt. So, und BAM! So, jetzt fällt sowieso alles runter. Und yeah! So, ich habe 99 extra Leben. Das ist ganz schön witzig. Aber das hier nicht. Das hier nicht. So, fehlt nur noch mal Sternmünze Nummer 3. Vielleicht kriege ich hier wenigstens mal alle. Ah, da ist sie ja. Erwischt. So, das war jetzt irgendwie etwas leichter als im Level zuvor. So, und jetzt fliegen wir einfach mal nur so zum Ausgang. Okay, was haben wir hier? Aha, keine Ahnung. Hopp, und Level beendet. Mario Time. So, ich könnte schon wieder zum Turm mit Bum-Bum, aber erstmal mache ich hier noch Level 3, die Hecke-Hektik. So, warum hieß denn der Level nochmal Hecke-Hektik? Ach, wegen, oh Gott, wegen den Viechern. Die sind, glaube ich, in dem Spiel wirklich ganz neu. Zumindest habe ich die noch nie woanders gesehen. Die sind echt eklig und gefährlich, ne? Die bewegen sich auch sehr seltsam fort. Was denn, Feuermari wäre hier klüger? Ich glaube eher nicht. Haust du ab? So, ich will mal wissen, was hier oben drin ist. Eine Eisblume. Nee, ich bleib lieber bei Flughörnchen Mario, der ist ja irgendwie fast am besten, weil man da ja so schön überall hinkommt. So, noch hier wieder warten. Ah, seht mal, da unten ist die erste Sternmünze. Arschloch! Das war fies. Wow. So. Aber wirklich, wie die sich fortbewegen, da muss man halt immer schön schauen, dass man die Dornenbeine nicht berührt. So, Moment mal, das sieht hier unten wieder sehr verdächtig aus. Wenn hier unten nicht irgendwas... Ach, naja, vielleicht. Ich hoffe mal nicht, dass da unten gerade die zweite Sternmünze war. Ich hoffe nicht. Los, beweg dich! So. Gott. Hilfe, der kommt ja hier runter, oder? Nee. So. Geht du weg! Geht du weg! Vorsicht! So. Was das für Viecher sein sollen? Äußerst dubios. Hilfe! Haust du mal ganz schnell ab! Aua! Okay, hier unten ist die Sternmünze, die ich will. Ah! Nein! Scheiße! Und vor allem, das war doch schon die dritte. Fage! Ich habe eh so viele extra Leben. Soll ich mal ein Item verwenden? Nee, komm, das geht doch so. So, das wurde eh zwischengespeichert. Dann
Ach so, nee, dann muss ich aber nochmal zurück. Das war ja dann hier unten, ne? Ja, halt, halt. Wie geht das eigentlich, dass ich hier... Oh no! Was sagt ihr das denn? Mario, du bist eine Pussy. Oh, und ich sehe gerade, Mopsy ist wieder da. Gut, den werde ich mir jetzt gleich mal schnappen. Und ihr habt mir den Tipp gegeben, dass es hier klug wäre, wenn man Mopsy fangen will, dass man versucht, einen Superstern zu verwenden, weil dann kann man ja einfach durch alle Gegner einfach so durchrushen und ich glaube, das werde ich auch machen. Also, Super Mario! So, hier im Gigantogarten findet die Jagd statt. Fang Mopsy! So, na warte, dich kriege ich schon. Ich bin unbesiegbar. Und ich habe ihn schon! LOL! Das war jetzt echt einfach. So, mein Zeug, tausend Dank, bla 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 bla. Und ich krieg wieder eine P-Super-Eichel. Danke. Gut, das war das allerschnellste Mopsy-Fangen überhaupt und verpiss dich. So. Zack, wunderbar. So, jetzt aber wieder... Oh, jetzt kann ich Hektik nochmal von vorne machen. Egal. Macht nix. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wo die Sternmünzen sind. Gibt es auf die Fresse. Wow. 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 So, hier gleich mal einen Pilzen. Wow, 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 wow. Vorsicht. Und hier eine Feuerblume. Dann kann man die Viecher überhaupt mit Feuer besiegen oder nicht? Ah, tatsächlich. Kann man. Gut, da oben wäre nur eine Eisblume drin gewesen. So. Ha, und tschüss. So, Moment. Höpp, höpp. So. Los, geh weiter. Arschloch! So. Nein, du Idiot! Fick dich, Mario! Was sollte das denn? Na, du bist so ein... Volltrottel. Dann sind wir eben wieder Flughörnchen, Mario. Spacken! Was soll das denn? Du sollst dir die Sternmünzen holen! Das gibt's ja nicht! Du Volltrottel, du Verdammter! Mach mal was richtig! Ja komm hier, geh weg, du! Mist, wie Verdammtes! Ich hasse diese Viecher! Die ist so hässlich! Potten hässlich. Na, Mario, du sollst mich doch nicht sofort berühren! Du musst erstmal da runter! So. Aber trotzdem, ich muss irgendwie darauf, weil das sieht man doch, dass das hier so. Na, hier. Nein! Doch nicht so! Du sollst hier rauf. Bleib, bleib, ja, und? Na, was habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Zweite Sternmünze war hier unten versteckt. So. Jetzt brauche ich nur noch mehr die dritte und die war ja irgendwo hier. Nein, ich hasse diese Biester. Man kann aber von unten sogar gegen die... dagegen springen und... Okay, und... Ist ja ekelhaft. Was sollen das für Viecher sein? Auf jeden Fall sind sie hässlich. Ja, zack, man kann sie sogar wieder dazu bewegen, dass sie sich umdrehen, okay. Na los, geh mal auf die andere Seite. Geh rüber. So, weg, weg. Danke. So, kriege ich jetzt wenigstens wieder eine Feuerblume. Sehr gut. So, na warte. Nein. Ich hab doch irgendwie... Wie zur Hölle? Kann man diese Viecher jetzt nochmal... Man muss genau diesen komischen... Ha! Das muss man treffen. Wie ja gesagt. So, Moment. Kann ich hier nicht irgendwie so hoch?
Oben drüber? Nö, geht nicht. Wow. Na klar, der bewegt sich so daneben. Dass man den gar nicht anders erwischen kann. Diesen Penner. Arschloch. Ja! Mario! Was soll das? Du sollst doch nicht runterfallen, wenn du dir diese scheißendrick Sternmütze holst. Nee, leck mich. Du bist ein Trottel. Mach mal was richtig. Du sollst das nicht so bescheuert machen, hallo? Kannst du dir nicht einfach diese gottbeschissene Sternmütze holen? Ist das so schwer? Mann, ey. Ich will es nicht ständig neu machen. Na, hallo! Ah! Was ist das für ein behinderter Level? Fuck you! Nix, ohoho! Und verdammt, lass dich nicht immer aus dem Level rauskicken, du Idiot! Dann sind wir im Mario und zusätzlich Superstern Mario. Nee, das wird mir jetzt echt zu blöd. Mann, ey! Ich könnte mich mal im Arsch lecken. Ja, nein, super Assistent, ob der einen Knall oder was? Nicht mit mir, Freundchen. So. Diese blöden Arschgedödels. Ich hasse sie. So. Und leck mich an der Poppes. Du bist hässlich. Und aha, okay, hier muss man irgendwie... geh weg! Geh weg! Ja, hier müsste man Mini-Mario sein, dass man hier durchkommt und... Achtung! Ja, 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 so. Ah, hier kriegt man ganze Münzen, wenn man das macht, okay. Gut, das heißt, da oben ist dann sicher ein geheimer Ausgang. Sonst wäre da oben nicht noch so eine Mini-Röhre, ne? Ja, genau. So, ey. Boah, der Level war jetzt echt zum Kotzen. So, aber alle drei Sternmünzen, der Level wird nur einmal noch gemacht werden müssen, aber wie soll das denn gehen? Da muss ich ja vorhin schon Mini-Mario sein. Oh mein Gott. So, extra Lebenhaus brauche ich jetzt aber auch noch nicht. Tja. Okay, sorry für gerade eben. Ich musste da jetzt leider ein bisschen was schneiden und neu anfangen. Da gab es kurz Probleme, aber ich habe die Level jetzt nochmal gemacht. Es ist alles noch so wie vorhin gerade eben, nur dass ich jetzt der kleine Mario bin. Und bezüglich Secret Exit habe ich nochmal nachgeguckt. Das ist gar nicht hier, sondern da drüben beim anderen Level. Bei den giftigen Gewässern. Ja, da geht's zu einem geheimen Ausgang. Ja, deswegen werde ich den Level nochmal kurz ein zweites Mal machen. So, giftige Gewässer. Und zwar ist das auch wieder relativ kurz vor dem Ende des Levels, wo sich meistens die geheimen Ausgänge befinden. So, wenigstens muss ich hier nicht mehr die... ihr wisst schon, wenigstens muss ich nicht mehr die Sternmünzen einsammeln, weil hier habe ich zum Glück schon alle drei. Das heißt, ich brauche jetzt einfach nur Richtung Levelende fliegen oder gleiten. Wichtig ist nur, dass ich jetzt dann einen Cooper-Panzer dabei habe. Den brauche ich nämlich. Ich meine, ich weiß gar nicht, kann ich... Aha, ich kann so auch fliegen, gut. So, Zwischenspeicher, dann nehme ich mir den einen Cooper-Panzer gleich mal mit. Und zwar ist jetzt hier in der Nähe des Endes irgendwo ein einzelner Block. Autsch. Scheibenkleister! Das war jetzt nicht so toll. Warum hast du das gemacht, Mario? Willst du mich ärgern? Willst du mich natzen? Ich verachte dich. Was soll denn das? So, komm. Das war wieder mal dumm. Dieses blöde, blöde Giftwasser. Ah, so. Ich glaube, ich lasse das lieber erstmal noch mit dem Cooper-Panzer. So, ich glaube, das reicht auch, wenn ich den von hier oben nehme. So, Achtung. Vorsicht. So, aufnehmen.
So, wartet mal, wo waren das jetzt? Nicht da drüben? Da irgendwo. Wenn das verschiebt sich immer so komisch hin und her. Oh, verdammt, wieder keinen. Oh, Moment, ich kann mir den ausleihen. Den brauche ich, weil genau den Block muss ich da treffen. Den da unten. So, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Ja, seht mal, hier kommt nämlich auf einmal eine Kletterpflanze raus und die bringt mich nach oben zum geheimen Ausgang. So. Natürlich jetzt nicht wieder runter, sondern hier rüberfliegen. Und hier ist die rote Bowser-Flagge. So, und Extra Life. Level beendet. Ganz genau. So, das ist dann auch wieder ein Geheimlevel, den ich nicht kenne. Und wow, wo geht's denn? Aha! Ach so! Ach nee, das ist gar kein... Da geht's gar nicht zu einem Geheimlevel. Hier ist einfach nur eine Abkürzung. Wenn ich nämlich hier lang gehe, dann spare ich mir den Weg durch diesen dunklen, düsteren Wald und käme bereits hier draußen raus, wo es dann schon zum Schloss von Iggy geht. Das heißt, ich habe quasi jetzt den Turm übersprungen und könnte hier dann schon weitermachen, aber das möchte ich natürlich nicht. 100% Run besagt, ich muss alle Level machen. Hui. Deswegen mache ich jetzt erstmal noch den Schlangenblockturm. Oh Gott, der Turm war echt übel. Der war echt übel. Na gut, dass ich Flughörnchen Mario bin und dass ich 99 extra Leben habe, werde ich sicher ein paar Mal verkacken. So, den Level mache ich jetzt noch und dann kann ich da wenigstens wieder speichern und dann geht es im nächsten Part wieder weiter. So, warum heißt der Schlangenblockturm wohl Schlangenblockturm? Genau, weil es hier Schlangenblöcke gibt und nicht nur das, noch riesige Sparkies und Morgensterne, die hier rumschwingen. Muss sogar die Kettenstacheln haben, das ist überhaupt richtig fies. Alter, hier war so derbe schwer und umständlich die Sternmünzen zu kriegen. Hier zum Beispiel schon mal die erste, ist okay, ist nicht so... Alter, seht ihr? Zack! Mario, warum hast du jetzt den Sparky berührt? Das solltest du nicht machen. Das habe ich dir nicht gesagt, dass du das machen sollst. So, hier hätten wir... rote Münzen. Aha! Und ich krieg wieder eine Super-Eckel. So. Moment, zweite Sternmünze ist hier drüben. Aha. So, jetzt einmal große und kleine Schlangenblöcke. So, und ich glaube von da oben kommt... Ja, da ist noch die... Bams. So, zwischengespeichert ist schon mal. Und hier geht's in Abschnitt 2. So, dritte Sternmünze. Oh Gott, wo warten die nochmal? Ja, Hilfe. Ich habe ja so Angst. Ah ja, die ist, glaube ich, da oben irgendwo. Deswegen gibt es hier auch die kleinen Schlangenblöcke. Nein! Nein! Mario, nein! Warum? Vollidiot! Warum hast du... Das wollte ich doch gar nicht! Und gleich mal wieder rausgekickt. Na, warte. Ich habe hier... Das hier! So, habe ich ja gewonnen, als ich Mopsy geschnappt habe. Werde ich das mal benutzen! So. Gott sei Dank habe ich hier die Speicherflagge berührt. Also nochmal. Diesmal muss ich besser aufpassen. Ich bin irgendwie ziemlich blöd gesprungen, nämlich. Na, hier. So, und jetzt hier rauf und ja, Vorsicht. Ja, nein, au! Au! Mann! Hopp, super Eichel. Okay, da drüben wäre ein, So, Moment mal. Nein, nicht schon wieder! Du Spacken! Was machst du, Mario? Wieso? Was sollte das? Urdum! Machen wir ihn so? Und zur Sicherheit noch so.
Nee, kannst mich mal! Das ist doch ein bescheuerter Level! Nee, den Schlangblockturm, den mag ich wirklich nicht, muss ich ehrlich sagen. Den mag ich nicht. Den finde ich einfach nur urbehindert. So. Dämlichen, blöden Sparkies. Ich hasse euch. Ernsthaft, ich hasse euch. Mario, bitte mach keinen Blödsinn. So ist das eigentlich gut, dass man das hier machen kann. Ach, deswegen. Wow, so viele Münzen. Autsch. Ganz schön heftig. Okay, und aha, jetzt sind hier schon wieder... Na gut, das ist nur wegen den Münzen. Das interessiert mich ja wenig und... Oh mein Gott! Das wird ja immer gestörter hier. Wow. Ah, und hier ist die Tür und... Ja, genau, unsichtbarer Block und yeah, na bitte! Wunderbar! Puh, Glück gehabt. So, Bum Bum, welche Fähigkeit verleiht dir Kamek denn dieses Mal? Lach nicht mehr so dumm! So, wieder seine Rainbow Magic. So, was kann er denn jetzt? Oh mein Gott, er wird ganz riesig! Na klar, weil hier ist uns auch alles riesig und fries. So. Sonst bleibt es aber das gleiche, einfach auf den Kopf springen. Ein Vollhorst. Der lernt auch nicht dazu. Und tschüss, Mann! Das war's. Gewonnen. Number one! Du sagst es. Oh, Gott sei Dank habe ich alle Sternmünzen erwischt. So, und verpiss dich, Bum Bum. So, und wir sehen, der normale Weg führt eigentlich in einen tiefen, dunklen Wald. Voller Nebel. So, speichern auf jeden. Und damit wäre auch dieser Part beendet, wenn auch mit ein paar Fails, aber wenigstens, ja, konnte ich jetzt speichern. Und wie gesagt, im nächsten Part geht's dann hier wieder weiter im Limonadendschungel. Macht's gut, Freunde, und danke fürs Zugucken. Tschüss!